Na gut, dann guck mal, was hier ist an Schiffen. Gar keins. Und wann kommen die nächsten Schiffe? Im Laufe der nächsten Tage kommen Schiffe nach Oversorn und nach Manrin. Da kamen wir gerade her. Das heißt, wir werden hier jetzt schlafen müssen. Nimm Stabzauber. Ja, wir sollten zuerst ein Zimmer mieten. Und wir nehmen nur Einzelzimmer. Jetzt haben wir alle recht viel Astralenergie. Also, außer Talana. Stabzauber. Misslungen. Oh, das hat gut gekostet. Dafür darfst du gleich mal Tanele essen. Und Shifter. Ja, sehr schön. Overthorn. Kostet nichts. Overthorn war... Oh oh. Da sind die Piraten. Wusste ich's doch. Und es sind diesmal auch ein paar mehr. Du machst einen Schritt nach hinten und schießt auf den. Ah, werden wir da Astralenergie einsetzen müssen? Ich weiß nicht. Talana steht nicht sehr günstig, aber die wird eh gleich weglaufen. Deswegen wartest du mal ab. Du solltest hier nach da gehen, um zwei Piraten abzufangen und Myrrhum den Rücken freizuhalten. Du solltest einfach nur weg. So, Tirik hat da nur einen Piraten an sich dran. Das ist ziemlich wenig für ihn. Aber das regelt sich gleich schon automatisch. Die werden ja alle niederkommen. So, Gwennen hat schon mal einen. Georgon hat auch einen, aber... Oh, stopp, abbrechen. Kann man nicht mehr abbrechen. So, Gwendolyn hat den einen, aber sie sollte lieber hier hingehen. Damit die drei drumherum sie angreifen und nicht die Elfen. Und du solltest da hingehen, damit auf den besser geschossen werden kann. So, haben wir es. Nein, haben wir nicht. Myrrhum ist eingekesselt. Von Tirik und drei Piraten. Wir probieren es erstmal ohne Astralenergie. Also verwechseln Rapier und wir greifen den da an. So, Tirik könnte doch einfach weggehen, ne? Ja, komm. Hau Gerogons Piraten in den Rücken. Und hoff einfach mal, dass der Weg hinter dir nicht blockiert wird. Das ist ein ganz schönes Gewusel. Du gehst schon mal in Position, nur für den Fall, dass wir doch zaubern müssen. Ein Schritt zurück. Und ins Gesicht schießen. Zing. Der da war schon angeschlagen, glaube ich. Und du bist nochmal dran. Sehr schön. Du haust den. Also, Tirik und Gerogon teilen sich einen Piraten. Die restlichen vier sind auf die Frauen verteilt. Das ist auch irgendwie nicht so wirklich das Wahre vom Ganzen. So, du hast jetzt aber Platz, um einen Schritt zurückzugehen, damit du schießen kannst. Sehr schön. Also schieß auf. Ah, du hast dein Rapier noch in der Hand. Na gut, dann hau halt den da. So, du haust immer noch den, der müsste jetzt eigentlich schon langsam fliehen. Genug Schaden hätte er bekommen. So, du hast den Überblick verloren, wer von denen schon Schaden genommen hat. Ich glaube, der hintere. Ja, bisher auf unserer Seite nur kleinere Treffer. Aber die Piraten gehen auch nicht wirklich runter. Noch kein einziger von denen tot, noch keiner am Fliehen. Aber vielleicht jetzt ja. Komm schon. Ach, Schadenspunkt ist ordentlich. Oh, sie ist auch schon ganz schön angehauen. Nam, nam, nam. Zaubern wir doch mal. Nur so ein kleinen. So, der flieht. Der den Formulikus abbekommen hat, nicht. Na, komisch. Also, noch nicht. Der war ja noch nicht dran. So, du machst einen taktischen Rückzug.
Wie schaut es eigentlich bei Gwendolyn aus? Ah, die hat noch mehr als 50%. Das ist gut. So, der flieht auch. Schon waren es nur noch 4. Die werden wir jetzt auch nicht aufhalten. Du gehst mal dahin und fängst den da ab, damit Gwendolyn nicht von allen 4 umkesselt wird. Du sicherst. Der flieht auch. Sehr schön. Das ist doch gleich wesentlich übersichtlicher. Wenn sie denn jetzt auch wirklich fliehen können. Ja, können sie. Da war ich mir nicht ganz sicher wegen dem Boot. Das dürfte ja doch ein wenig schwierig sein. Aber das sind halt Piraten, die kriegen sowas hin. So. Computerkampf. Keine Magie. Talana. Blutrünstig stürmt sie hinterher und will mit bloßen Fäusten auf den fliehenden Piraten einschlagen. Ja, fliegende Piraten, das wäre noch cooler. Oh, ich sehe recht viele rote Zahlen, das ist auch nicht... Gwendolyn ist schon fast runtergeprügelt. Ja, komm, dann müssen wir pausieren. Was machst du? Ja, du haust wieder drauf ein. Aber Gwendolyn muss auf jeden Fall sich zurückziehen. Oh, Mirren wird ohnmächtig. Gar nicht gut. Ich dachte, Gwendolyn hat so viel Schaden bekommen. Na, vielleicht beide. Oh, nicht gut. Und die ohnmächtige Mirren blockiert den Weg für den Pfeil. Das ist doch albern. Ja gut, der musste halt außen rumlaufen. So, du zauberst jetzt doch. Ich will nicht, dass Gwen dann auch noch ohnmächtig wird. Denn sowas kann ins Auge gehen. Dann werden die halt nicht ohnmächtig, sondern tot. Und das ist nicht so toll. So, 2 Piraten nur noch. Oh, Gwen, lauf, 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 lauf. Genau, geh an, Tirik. Das ist ein viel angenehmeres Ziel und so. Nee, nicht bewegen. Du sollst den Piraten da umhauen. So. Du bleibst schön in deiner Ecke. Du schießt auf den da. Und du machst nichts. So. Immer schön alte Option. Ich mache den Computerkampf jetzt nicht wieder an. Sonst würden die Angeschlagenen wieder Nahkampf stürmen und Talana sowieso und das bringt alles nichts. So, alte Option. Alte Option. Kommt schon. Ordentlicher Treffer und daneben. Was hat er? Aber werden wir uns in Overthorn gleich erst ein bisschen ausruhen müssen. Denn wir können nicht sofort weiterreisen, nachdem man ohnmächtig war. Wenn wir dann wieder angegriffen werden, haben wir ein echtes Problem. War ganz schön zäh. Also der letzte Kampf gegen die Piraten war eben irgendwie wesentlich einfacher. Es kann sein, dass wir da von vornherein Magie eingesetzt haben, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Das macht ja schon ziemlich viel aus. Oder ist einfach nur, weil es jetzt 2, glaube ich, mehr waren. Die uns dann auch gleich richtig schön umzingeln konnten. So, du dahin. Wir sollten auch gleich mal gucken, wie viele Pfeile die Elfen noch haben. Denn die schießen ja doch schon ziemlich häufig im Kampf. So, komm schon. Hau den Piraten. Ja, genau. Komm schon, Talana. Nein, verklickt. Aber du kannst schön in den Rücken schießen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Und ja, sehr schön. 15 Abenteuerpunkte und keine Beute. Das ist echt irritierend. Na gut, wo wir schon im Inventar sind. 36 Pfeile hier, ein Pfeil da. Sollten wir demnächst auch mal neue kaufen. Und keiner belastet. Zurück.
Da wäre wieder ein Oberzorn. Aber erst einmal sollte Jallen Talent anwenden. Heilkunde Wunden auf Mürren. 8 Lebensenergie, das ist doch schick. Sieht doch schon gleich viel besser aus. Das Ganze machen wir jetzt gleich nochmal. Talent anwenden. Heilkunde Wunden auf Gwendolyn. 3 zusätzliche Schadenspunkte, das ist nicht gut. Gwendolyn wird bewusstlos. Oh. Aber wenigstens nur bewusstlos und nicht tot. Wie viele Lebenspunkte hast du noch? 3. Okay. Du hast schön viel Astralenergie. Dann zauber doch mal bitte. Jallen soll zaubern. Heilung, Balsam auf Gwendolyn. Mach mal 15. So. Übel. Und hier haben wir richtig schön viele Herbergen. Da nehmen wir doch mal eine Suite für 2 Nächte. Und knabbern vorher unsere Tarnelen. Die jetzt, wo ich weiß, was sie bringen, doch schon ziemlich schnell weggehen. So. Zurück. Schlafen. Ja, doch. Sieht gut aus. Also, Talana hat ein bisschen wenig Astralenergie, aber das hat sie ja irgendwie immer. Also, wir sind jetzt wieder auf dem Festland in Oversorn. Wir können jetzt von hier aus nach Süden gehen, Richtung Orville. Aber es gab hier keinen Ausgang übers Land. Das war komisch. Also gucken wir, welche Schiffe da sind. Wir haben einen nach Hjalsingur, da weiß ich immer noch nicht, wo das ist. Wir haben einen nach Rovik und einen nach Liskor. Ich glaube, Rovik war südlich von hier. Liskor habe ich keine Ahnung und Hjalsingur auch nicht. Und ich kann auch nicht von hier aus gucken, wo das ist, denn wir haben keinen Zugriff zu der Landkarte. Also werde ich wahrscheinlich zu dem einen Ort reisen, den ich kenne. Und von da aus dann weiter gucken. Das ist doch echt komisch. Das Haus ist hier so abseits. Ist aber auch nichts Besonderes drin. Na gut, zurück zum Hafen. Eine Fahrt ins Blaue, bitteschön. Wir würden gerne nach Rovik. Kostet nichts. Ist okay. Und wir haben anscheinend gerade an Bord übernachtet. Ja, die Richtung ist doch gut, aber es kommen Piraten. Och nö, ich hätte echt nicht sagen sollen, dass da im Nordwesten irgendwo Piraten sind. Jetzt werden wir durchgehend belagert von denen. Aber es sind wenigstens nur 4. Und die brutzeln wir jetzt gleich weg. Kampf, Fulminictus, Misslung. Ja, wir brutzeln die richtig weg. Also du gehst mal dahin, um dich taktisch für einen Fernkampfangriff zu positionieren. Du fängst mal den da hinten ab. Du stellst dich mal dahin. Na gut. Dahin. So, du gehst einfach nur weg. Dafür gehst du daran. Und dann können die Elfen schön von der Seite reinschießen. Ja, das ist okay so. Ein Feld zu wenig. Aber das geht trotzdem. So, der Pirat wird als erstes fallen. Jetzt muss nur noch der andere Pirat hinter Tirik sich umdrehen. Und da können wir noch bestimmt zu bewegen, indem wir mit einer Axt auf ihn einschlagen. Jo, passt. Angriff, den vor dir. So. Mürre muss erstmal noch 1-2 Schritte zurück. Und dann kann sie aufschießen auf den... Oh, sie hat immer noch ihren Rapier. Waffe wechseln, Langbogen. Dann halt erst nächste Runde. Sie hatte noch 3 Bewegungspunkte. Warum das denn?
gut. Wird schon nicht so schlimm sein, aber trotzdem hätte ich den Kampf doch gerne schnell vorbei. So. Jetzt aber. Schieß auf den. Schieß auf den. Und das müsste eigentlich schon reichen, der müsste gleich fliehen. Jo, sehr schön. Dann machen die Elfen einfach einen Schritt nach rechts bzw. links, je nachdem von welchem Elfen man gerade ausgeht. Und dann wird weiter geschossen. Das ist doch mal schön effizient. Also, Schritt nach rechts. Schießen. Du kannst da auch hinterher mit dem draufschlagen. Ja, das macht gleich einen riesen Unterschied, ob es 4 oder 6 Piraten sind. Angriff. Das muss irgendeine unterbewusste Sache gewesen sein. Ich wollte jetzt gerade mit Jallen auf Dirk schießen. Okay. Geh wieder einen Schritt zurück. Ja, ja, die Spitzohren. So, du sicherst. Du schießt wieder. Na, brauch noch ein bisschen mehr. 1, 2 Treffer. Ja, der war gut. Eventuell flieht er jetzt schon, aber schießen einfach noch mit drauf. Zack. Das ist besser als fliehen. So. Nicht auf Terek schießen, sondern auf den da. Und du hilfst Girugon. Sonst kommst du da auch noch ins Kreuzfeuer und das wollen wir ja nicht. Ach, deswegen hat sie noch Bewegungspunkte über. Sie fängt mit 7 an, weil sie fast nicht überladen ist. Okay. So. Ich wäre jetzt versucht, Computerkampf zu machen, aber irgendwie habe ich den Verdacht, dass dann die Elfen wieder auf die Nahkampfwaffen wechseln und so weiter und so weiter. Das mache ich jetzt einfach so nochmal zu Ende. Alte Option. Ah, Geogons Pirat ist auch schon ganz schön angeschlagen. Ich glaube, der fliegt gleich. So, du haust dem auch nochmal einen Rücken. Sollte echt einen wesentlich größeren Bonus geben, jemanden von hinten anzugreifen. Weil ich stelle mir das nur gerade so in Real Life vor. Beim Karate oder so jemanden von vorne zu parieren, also den Schlag abzublocken, ist schon schwierig genug. Aber wenn ihr von hinten einen angreift, während man gegen jemanden vor einen kämpft, stelle ich mir doch arg schwierig vor. Trotzdem schafft der Pirat das hier heldenhaft. Ah, doch, da. So, du kannst ihm nicht in den Rücken schießen, du kannst aber schon mal dahin gehen. Du kannst ihm in den Rücken schießen. So. Hinder. Noch einen Schlag reinbekommen. Oder auch nicht, weil er flieht. Kommst du da ran? Ja, sehr schön. Keine Gnade, aber er kriegt keinen Schaden. Na gut, dann halt nicht. Aber schon übel, zweimal hier überfallen zu werden. Und wir sind noch nicht mal angekommen. Vielleicht werden wir jetzt gleich nochmal überfallen. Also ja, so hat mich meine Erinnerung doch nicht getrübt. Es gibt im Nordwesten Piraten, aber halt nur diese Piratenboote. So, raus hier, wir wollen abspeichern. Mein Hals kratzt schon wieder tierisch. So, LP 21 und wir sehen uns gleich wieder.